So, Hashtag Thank God It's Friday. Also, der letzte Programmpunkt heute, es ist eine sehr, sehr große Freude, dass ich heute ein bisschen im Namen von Innsbruck Tourismus zu einer Case Study eigentlich erzählen darf und diese Erfahrungen mit euch teilen darf. Mein Name ist Saland Robert, ich bin externer Berater von Innsbruck Tourismus, schon sehr lange dabei, und die zwei großen Bereiche sind Digitalmarketing auf der einen Seite, aber auch die Strategiearbeit. Heute erzähle ich ein bisschen was eben zu einer Case Study, die wir in der Social Media gemacht haben, beziehungsweise auch mit Partnern gemacht haben, muss aber dazu kurz ausholen und zwar etwas zur Marke Innsbruck auch erzählen, da das für uns wirklich irrsinnig wichtig und relevant ist in unserem Streben, in unserem Tun. Die Marke Innsbruck ist ja nicht nur eine Destinationsmarke, sondern auch eine Standortmarke oder auch eine Verwaltungsmarke. Diese Marke wurde 2011 wurde die eigentlich gelauncht mit den zwei Partnern der Stadt Innsbruck und auch mit dem Stadtmarketing. Seitdem aber stetig gewachsen. Die Markenfamilie ist erweitert worden, mittlerweile der Flughafen Airport, also der Airport Innsbruck ist dabei, aber auch andere Einrichtungen wie die Innsbrucker Sozialdienste. Das heißt, wir haben ganz viele Partner und Player in diesem Markenauftritt. Jeder sendet eigentlich irgendwelche Botschaften in dieser schönen, großen, weiten Welt, und wir sind aber bemüht natürlich immer wieder mit unseren Partnern zu checken, wo wir in dieser ganz oft schon erwähnten Customer Journey unterwegs sind. Wir haben eigentlich schon bereits vor 3 Jahren eigentlich diese Customer Journey, die damals von der Tourismusforschung, von der ÖW, sehr, sehr gut eigentlich damals publiziert wurde, haben uns sehr genau angesehen mit dem Team von Christopher Steger, Anita Keier, wo wir mit unserem Auftritt unterwegs sind. Und wir haben relativ rasch festgestellt, dass die Marke Innsbruck natürlich gut funktioniert in diesem ganzen Kreislauf, aber die einzelnen Kanäle irgendwo einen eigenen Anspruch haben im Umgang mit der Marke. Ich will da gar nicht groß langweilen, ihr kennt es alle, diese Customer Journey. Was man hier sieht, ist aber, dass der Social Media Kanal, dieser Bereich, sehr, sehr wertvoll ist, natürlich in der Vorbereitungsphase, in der Inspirationsphase. Das haben wir verstanden und versuchen da auch sehr, sehr viele Ressourcen immer wieder reinzustecken in der täglichen Arbeit. Wir haben aber auch gemerkt, natürlich eben in dieser Post-Trip-Phase, wie wichtig auch hier eigentlich eben die Erlebnisse der verschiedenen Reisenden sind, dass sie hier eben diese Eindrücke, diese Erlebnisse teilen, posten und damit immer wieder rausbringen in die schöne, weite Welt. Ich habe hier ein paar Beispiele gebracht. Wir haben es ja immer wieder gehört, es geht um Content, 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 also diese verschiedensten Stories und auch Medientypen aufzugreifen, zu bearbeiten und immer rund um den Markenauftritt von Innsbruck eigentlich aufzugreifen, das ist die Challenge, die wir Tag für Tag immer wieder eigentlich gerne aufnehmen. Also wir haben hier natürlich die Brand Awareness Kampagnen. In dieser Phase wollen wir sehr, sehr imagelastig natürlich auftreten, um dem Gast, dem potenziellen Gast draußen eigentlich einmal ein Bild von Innsbruck mit den verschiedenen Inhalten und mit diesem Markenversprechen zu geben. In der Inspirationsphase sehr, sehr stark mit dem Blog, da ist der Christopher ganz intensiv eigentlich dabei, mit einem Netzwerk von Bloggern immer wieder hier Stories zu bringen, die ein bisschen abseits des herkömmlichen Pressebereichs eigentlich funktionieren, sondern wirklich Geschichten von Menschen, die in Innsbruck leben und unterwegs sind, und einmal deren Perspektive über den Blog eigentlich dann zu teilen und auch weiterzubringen. Das hilft uns also sehr. Diese Tools sind sehr wichtig, ihr kennt es selber, ihr habt es alle im Einsatz. Also ich brauche eigentlich da nicht näher darauf eingehen. Wo wir auch in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr großen Wert darauf legen, das ist eigentlich der Aspekt, dass wir unsere Bemühungen in Richtung Servicierung massiv steigern wollen. Wir wollen hin zum Gast, aber auch zu unserem Partner, zum Vermieter, mehr Service betreiben, und zwar durch unser Know-how, wo wir zentral haben, da wir glauben, dass wir im Endeffekt alle miteinander dann eigentlich eben besser uns aufstellen können in diesem globalen Travel-Wettbewerb. Ich werde jetzt mal eingehen auf diese Case Study, die wir jetzt gemacht haben. Also es geht bei dieser Servicierung um Vermieterakademie, da war ja heute schon eine Dame hier von der Wirtschaftskammer. Wir haben aber auch einen Vermietercoach, sind gerade dabei, das Netzwerk auszubauen auf 5 Vermietercoaches, kennt ihr auch alle. Aber eben ganz interessant sind jetzt diese Schulungen, die wir jetzt machen im Bereich von Social Media für unsere Vermieter. Diese Social Media Qualitätsoffensive, wie wir sie nennen, haben wir
natürlich nicht mit unseren eigenen Solokräften gemacht und gewuppt. Christopher Steger war hier im Lead, hat es aber mit der Hilfe von OnLim, das ist eigentlich irgendwo das Tool, was jetzt diesen Abschnitt offenbar auch sponsert, hat dieses Tool verwendet, um diese Schulung eigentlich mit dem Vermieter zu machen, um diese Inhalte dann auch zu streuen, wo ich dann später ein bisschen darauf eingehen werde. Geleitet wurde diese Schulungsreihe von Renate Leitner von der Firma SocialWeb, die sehr, sehr gut eigentlich auf die verschiedenen Know-how-Grade der verschiedenen Vermieter eingegangen ist und diese Schulung geleitet hat. Ja, diese Case Study wurde in den letzten 4 Monaten eigentlich gemacht und umgesetzt. Also es wurde bereits im Jänner eigentlich das Konzept abgeschlossen, sprich das Setup. Was stellen wir uns darunter vor? Was wollen wir bei dieser Social Media Qualitätsoffensive erreichen? Wie soll der Modus aussehen? Wen wollen wir dabei haben? Und so weiter. Das Briefing der Inhalte war dann im Februar abgeschlossen. Im März war die Schulung dieser verschiedenen Betriebe. Und eigentlich jetzt kurz vor der Tagung haben wir dann auch die Auswertung gemacht, die wir euch jetzt nachher vorstellen werden. Social Media Vermieterschulung, also nicht so, das ist so aufgebaut worden. Das Ziel ist eigentlich die Konsolidierung dieser verschiedenen Inhalte. Das heißt, es kommen die Inhalte vom Tourismusverband, aber wir haben gewusst, dass natürlich die Vermieter selber auch Stories haben. Sprich, diese Kraft zu nutzen, diese gemeinsamen Inhalte hier hinauszubringen, sollte diesen Multiplikatoreffekt eigentlich herbeiführen. Und wie wir später sehen werden, haben wir tatsächlich erreicht. Wir haben dafür 12 Vermieter, Vermieterinnen eigentlich selektiert, uns ausgesucht aus unserem Verbandsgebiet. Kriterien dafür waren natürlich beispielsweise, dass sie mit Deskline arbeiten, dass sie eben verstehen, wie wichtig eben diese Content-Ansprüche sind und andere Dinge. Die haben uns ausgesucht, um mal wirklich diesen Piloten zu starten. Mit unserem Ziel natürlich die Stärkung der Marke Innsbruck, das ist ganz klar, das haben wir auch so kommuniziert, aber auch natürlich die Steigerung der Reichweite unserer Inhalte. Also unsere Inhalte liegen sowohl in den Blogs, aber auch in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Diese Reichweite zu steigern, ist natürlich nach wie vor unser großes Ziel. Last but not least wollten wir aber eben die Servicequalität verbessern in Richtung Vermieter. Das ist eigentlich der dritte Anspruch gewesen von unserer Seite. Aus der Sicht des Vermieters selber, der hat natürlich diese Möglichkeit genutzt, um Know-how eigentlich aufzubauen bzw. hier abzutanken, aber auch natürlich um sein eigenes Haus, seine eigene Marke, wenn er in diesem Markenverständnis unterwegs ist, auch zu streuen und zu vertreiben. Und das eigentlich eben in Kooperation mit uns, um hier über diese Social Media Distributionsvorgehensweise das einfach zu erreichen. Natürlich auch damit hatten diese ausgewählten Vermieter die Möglichkeit, auf unseren Content zuzugreifen und haben eine Guideline bekommen, wie sie damit arbeiten können. Man muss sich das aber natürlich genau so vorstellen, dass wir ein irrsinnig heterogenes Feld an Know-how-Graden haben bei den Vermietern. Also wir haben da teilweise wirklich von den Basics sprechen müssen. Warum eigentlich Facebook, was macht Facebook so großartig, warum redet hier jeder über Instagram und was hat es eigentlich überhaupt mit Twitter auf sich? Das war also irgendwo die Basisaufgabe oder Frage, die wir beantwortet haben, dann natürlich immer wieder eben zu erwähnen, okay, was sind die Stärken und Schwächen des jeweiligen Kanals und was hat das überhaupt für eine Relevanz für mich als Vermieter? Wie kann ich diese Kanäle nutzen? Für welche Bereiche ist es eben genutzt und dann aber auch, auf welche Inhalte können eigentlich die Vermieter dann jetzt eben zugreifen, die vom Tourismusverband Innsbruck zentral redaktionell kuratiert werden, erstellt werden mit einem großen Netzwerk von Bloggern und Schreiberlingen. Dann auch natürlich, welche Inhalte können Sie weiter verteilen und welche können Sie zusätzlich, aber eigenständig auch noch redaktionell dazu pflegen. Wir haben auch gleich einmal das Feedback eingeholt zu der Schulung selber. Es war sehr, sehr positiv, da wir hier versucht haben, eben auf die individuellen Wünsche einzugehen, die die verschiedenen Vermieter eigentlich da vorgebracht haben. Und man sieht es hier kurz, also es ist wirklich durchwegs positiv gewesen. Also die Vortragende hat die Inhalte offenbar gut vermittelt. Die Schulung war dem Wissensstand angemessen. Social Media Schulung hat mir für meine tägliche Arbeit im Hotel, im Betrieb eigentlich etwas weitergebracht. Und ich würde diese Social-Media-Schulung weiterempfehlen. Also wie man sieht, ist das eigentlich ganz eine gute Beurteilung gewesen. Jetzt kommen wir mal auf die Ergebnisse rein. Was Sie hier sehen, das ist eigentlich der Verlauf. Und zwar von diesen 12 Vermietern
haben wir jetzt einmal 6 Facebook-Pages von verschiedensten Vermietern angesehen. Und zwar sind da wirklich größere Häuser, also Kettenbetriebe dabei, wie das Ramada. Das ist da links oben, sieht man das mit diesem Apostroph, zufällig gleich wie das Apostroph von Innsbruck. Aber auch zum Beispiel einen kleinen Vermieter, der Gruberhof in Igls, dass wir die verschiedenen Aspekte und Formate der Vermieter wirklich berücksichtigen. Das war ein bisschen die Aufgabe. Man sieht hier links oben das Engagement, also das ist der Zeitraum. Die Schulung war ja dann Anfang März und Anfang März ist dann plötzlich diese Viralität bei den jeweiligen Facebook-Pages der einzelnen Häuser ziemlich rapide raufgegangen. Indem sie eben diese Inhalte, die von Innsbruck kamen, nicht nur weitergeleitet wurden an ihre eigenen Fans, sondern natürlich auch noch erweitert und editiert und angereichert um die eigenen Stories, die sie im Haus eigentlich zu erzählen haben. Das hat uns selber sehr positiv überrascht, wie gut es dann funktioniert hat. Ich muss aber dazu sagen, wir reden hier von einer kleinen Grundgesamtheit. Auf der rechten oberen Chart sehen Sie die Anzahl Fans. Achso, das sieht man leider ganz schlecht. Also der meiste hat hier 1500 Fans. Also wir reden hier wirklich von einer kleinen Grundgesamtheit. Das ist alles am Start. Aber es ist ein guter Start und wir sind eigentlich sehr, sehr positiv dieser ganzen Geschichte eigentlich eingestellt und wollen das auch unbedingt jetzt weiter verfolgen und machen. Unten sieht man noch diese Anzahl an Likes, Comments und Shares in dem Zeitraum Februar bis Mitte April, die jeweiligen Häuser auf ihren eigenen Pages gehabt haben. Also auch nochmal als Ausdruck dieser Viralität, dieses Engagements. Ja, für uns war das ein guter Pilot und wir glauben, dass wir eben hier unsere Ziele damit erreichen. Wir werden jetzt weitergehen, wir werden dieses System, also ein System eigentlich jetzt aufbauen, wo wir diese Schulungen dann anbieten wollen und das aber mit Partnern eben von der Vermieterakademie weitertreiben. Alles unter der Führung von Christopher Steger von Innsbruck Tourismus, der sicher auch gut und gerne bei Fragen von den Kollegen aus den anderen Regionen zur Verfügung steht. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Bedanke mich auf alle Fälle für eure Aufmerksamkeit.